Der Geruch von Dampf und Kohle zieht am 1. April 2000 durch die Kleinstadt Weißwasser in der Lausitz. Hier versorgen engagierte Eisenbahnfreunde in einem kleinen Bahnbetriebswerk die Lokomotiven der Muskauer Waldeisenbahn. Die Züge der Schmalspurbahn mit der Spurweite von 600 mm sind bereits seit 1896 in der Lausitz unterwegs. Bis 1978 wurden alle Strecken schrittweise stillgelegt. Heute bemühen sich rührige Eisenbahnfreunde um die letzten beiden Strecken der Muskauer Waldeisenbahn. Saisonauftakt ist der große Waldbahndampf. Drei Lokomotiven sind angeheizt und warten auf ihren Abfahrauftrag. Vorher wird noch fachgesimpelt. '99/33/12 darf vorrücken. 1912 baute Borsig in Berlin-Tegel die kleine Lokomotive. Wenig später heißt es Abfahrt zum großen Waldbahndampf 2000. Bei der Muskauer Waldeisenbahn gibt es sogar noch Bremser, die auf den Wagen mitfahren müssen, um für die nötige Verzögerung zu sorgen. Eine durchgehende Bremsleitung hat es nie gegeben. An der alten Brikettfabrik in Weißwasser wird der lange Zug getrennt. Wie von Geisterhand bewegt, rollen die Güterwagen in Gefälle. Klickende und surrende Kameras der zahlreichen Eisenbahnfreunde begleiten das Schauspiel. Die beiden Güterzüge sind fertig zusammengestellt und werden nun Richtung Kromlau fahren. Personenverkehr hat es bei der Muskauer Waldeisenbahn nie gegeben. Bis zu ihrer Stilllegung bediente die 600 mm Bahn Kohle- und Kiesgruben sowie einige Betriebe in der Region. Zeitweise erreichte die Schmalspurbahn eine Gesamtstreckenlänge von 80 Kilometern. Thank you.
Erst die Wende brachte der Muskauer Waldeisenbahn die Renaissance. Mit Hilfe des Landes und der Gemeinden konnten zwei Strecken reaktiviert werden. Zurzeit befinden sich die Gleise zur Tongrube Mühlrose im Wiederaufbau. Schon in den frühen 70er Jahren entdeckten Eisenbahnfreunde die von der Stilllegung bedrohte 600-mm-Bahn. So wurden vom damaligen Modelleisenbahnverband der DDR regelmäßig Sonderfahrten auf der Waldeisenbahn organisiert. In der alten Ziegelei in Weißwasser gibt es 1972 noch Planbetrieb. Die Haarpracht der vielen Fotografen zeigt uns, in welcher Zeit die Aufnahmen entstanden sind. Typisch für die Lokomotiven der Muskauer Waldeisenbahn ist der sogenannte Kobelschornstein. Er soll den Funkenflug in der stark waldbrandgefährdeten Region begrenzen. Damals wie heute stehen an der Strecke die Fotoriegen der Eisenbahnfreunde. Denn niemand möchte dem anderen im Bild stehen. Zurück in die Gegenwart. Im Schmalspurbahnhof Bad Muskau wartet der nächste Zug auf seinen Abfahrauftrag. Die grüne Schmalspurlok ist extra aus Löbau nach Muskau gekommen. Die 1910 von Kraus in München gebaute Maschine dreht heute auf Werners Gartenbahn ihre Runden. Auf der Waldeisenbahn darf sie einen stilechten Güterzug ziehen.
In der Zeit vom 22. April bis zum 8. Oktober sind die Personenzüge der Muskauer Waldeisenbahn jedes Wochenende unterwegs. Wünschen wir den Eisenbahnern in Bad Muskau und Weißwasser immer ein glückliches Händchen mit ihren kleinen Lokomotiven.